Ja, moinsen liebe EOB-Ami und herzlich willkommen noch zu einem anderen kleinen Video. Und zwar, ich meine, ihr wisst ja, dass ich viele Schausteller kenne, hier bei mir in Bayern. Und ja, als ich diese Nachricht jetzt hier gelesen habe, zu dieses Video mir vorgeschlagen worden ist, da hat es mir die Nackenhaare gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, dass für Schausteller, dass denen ihre Fahrgeschäfte, denen ihre Existenz sind. Die stecken Zeit, Arbeit, richtig viel Arbeit und richtig viel Asche, also richtig viel Geld in ihre Fahrgeschäfte. Es ist denen ihre Leidenschaft. Ich meine, wie schon gesagt, ich kenne noch Schausteller, ich weiß, wie die über ihre Fahrgeschäfte denken. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mit dieser Person. Es geht jetzt nicht um diese Person, die man da sieht, weil das ist dieser Ride-Review. Und der hat halt am 6.7.2018 hat er das Video hochgeladen. Und ihr könnt es ja hier unten schon lesen. Letzte Nacht wurde der Encounter in Uden angezündet. Und schlimmste ist auch, dass es Mittelbau erwischt hat. Und da muss ich sagen, es ist halt echt schade. Weil für die Leute, die Encounter nicht kennen, ich bin mit dem schon mal gefahren bei uns in München. Beziehungsweise gefahren kann man jetzt sagen, eher gelaufen. Ich werde es euch mal googeln hier. Encounter von der Familie Hessler. Und dann gehen wir mal auf Bilder. Encounter war dieses riesen Fahrgeschäft hier. Und zwar war das so eine Art Horror-Alien-Show, sage ich jetzt mal. Von innen sah das Ganze dann so aus. Sind da so Sitze, da hockt man drin. Und da ist alles Mögliche animiert, also richtig geil gemacht. Und das Ding hat richtig, das hat mehrere Millionen gekostet. Und das ist auch mehrere Millionen wert, dieses Teil. Und ja, ich meine, hier hat man jetzt zum Beispiel ein Bild. Ihr seht, dass das ist der Mittelbau. Oder sollte mal der Mittelbau gewesen sein. Und der ist halt total niedergebrannt. Also da ist nichts mehr übrig. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen recherchiert, bevor ich dieses Video angefangen habe. Und es steht ja auch hier nochmal drin, dass ein Spendenkonto eingerichtet worden ist. Problem ist, wenn man draufklickt, ich werde es euch jetzt zeigen, dann lädt es eine halbe Ewigkeit und dann kommt eine Error-Seite. Pass auf. Kommt jetzt die Error-Seite. Was eigentlich scheiße ist. Weil das heißt, dass ich jetzt da keinen Zugriff auf diese Spendendings habe. Also keine Bankdaten rausfinden kann, um da eben den entsprechenden Fall das dann zu überweisen. Ja, warum mache ich dieses Video? Ich meine, ich bitte euch eigentlich nicht wirklich um viel. Aber wenn einer von euch dieses Fahrgeschäft schon gefahren ist oder gelaufen ist, naja, sagen wir mal, gefahren ist und das auch geil findet und vielleicht diesen Herrn hier ein bisschen helfen möchte, ihr könnt per Donation oder so mir Geld zukommen lassen. Ihr müsst mir das dann bloß irgendwie markieren mit den einfach mit dem als Spendenname halt irgendwie, keine Ahnung, Encounter machen oder halt als Spendengrund Encounter oder irgendwie so. Oder Fahrgeschäft oder irgendwie was. Lasst euch halt was einfallen, was ich direkt auf dieses Fahrgeschäft münzen kann, dass ich weiß, okay, das Geld ist für diesen Encounter. Und ich werde dann schauen, dass ich meine, das lässt sich bestimmt irgendwie rausfinden, die Daten oder irgendwie, dass man diesen Hässler rankommt. Und ja, dann würde ich denen das zukommen lassen. Ich habe mir das Video jetzt auch schon angeschaut und man sieht jetzt dann in den hinteren Teil hier, sieht man jetzt dann, wie mitgenommen der Besitzer dieses Fahrgeschäfts auch ist. Ja, ich meine, es ist scheiße, was da passiert, wenn ich mir mal anhöre, dass Brandstiftung
die Existenz, sage ich mal, ruiniert von einem Schausteller. Gut, ich meine, jetzt ist dieses Spendenkonto eingerichtet worden, aber wer weiß, was an Spenden zusammenkommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dieses Video und hoffe, dass vielleicht irgendwie ihr noch ein paar Euro übrig habt, um diesen Herrn Hessler zu helfen. Ich werde dieses Video einfach mal abspielen, dann werdet ihr es mitkriegen, wie der abgeht. Weil es ist schon heftig, dass der ist da echt wirklich mitgenommen und ich meine, das, was der da auch jetzt dann sagt, ist ja im Endeffekt richtig. Ich meine, Dekoration kann man wieder herstellen, das ist nicht so schlimm. Aber der Mittelbau, da ist die Elektronik und alles drin. Mittelbau ist wie zum Beispiel ein Karussell, das mittlere Ding, was sich halt dreht. Aber wie schon gesagt, ich spiele es jetzt einfach mal ab und dann werde ich danach noch ein paar Worte dazu sagen. Wäre das Ganze wohl bei dem Packwagen nicht so dramatisch gewesen. Hinten die Dekorationswagen abgefackelt. Da hätte ich auch so aufmachen können und hätte mir dann eine Dekoration wieder gebaut oder so. Aber das ist ein Stechen, das ist ein Stich ins Herz, ist das. Das ist ein Stich. Das ist auf jeden Fall mega schön. Und habt das eben mitgekriegt, der ist wirklich echt, wirklich. Ich glaube, der braucht nichts mehr fürs Erste. Weil die hängen halt wirklich mit Seele an ihren Fahrgeschäften. Und dann kommen irgendwelche Idioten daher und meinen, ich zünde das jetzt an. Einfach nur eine richtig Scheißtour. Ich meine, das sagt er jetzt auch in dem Video, passt auf. Richtig mies, wie und wann und wo es überhaupt weitergeht, ist natürlich jetzt noch offen. Ich habe nämlich sehr viele Leute gesehen, die gefragt haben, wann das denn wieder repariert wird. Habt ihr nochmal den Mittelbau gesehen und so? Also, es ist echt heftig, das müsst ihr euch mal reinziehen. Warte mal, da war doch noch irgendwann. Da seht ihr die Flammen wieder rausschlagen. Also, wie schon gesagt, wenn irgendjemand von euch da draußen für den Herrn Hessler, so heißt der glaube ich, ein paar Euro übrig hat und ihn unterstützen möchte, und dass er dieses Fahrgeschäft wieder ins Leben rufen kann, weil ich meine, jeder meint zwar, die haben massenhaft an Geld, aber so viel Geld haben die zur heutigen Zeit nicht mehr. Weil das läuft seit längerem schon nicht mehr so perfekt in ihre Fahrgeschäfte. Wie schon gesagt, klickt bei mir in den Donation-Link oder kommt auf den Teamspeak. Dann können wir auch kurz reden und ich kann notfalls auch PayPal-Daten abgeben, dass man es mir per Freund und Familie schicken kann. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie was übrig habt, dann wäre es eine sehr soziale Sache, wenn ihr das Geld mir zukommen lasst, dass ich es in Herrn Hessler zukommen lassen kann. Und vorab für die Leute, die jetzt gleich wieder hier rumhaten müssen, steckt euch euren Hate sonst wo hin. Ich mache dieses Video, weil ich jemandem helfen will, der ziemlich krass in der Tinte steckt und nicht einmal was dafür kann. Wie schon gesagt, steckt euch euren Hate sonst wo hin. Sollte irgendwie ein Hate-Kommentar kommen, sage ich gleich vorab, ich werde mit allen Leuten, die in meiner Community sind, dafür sorgen, dass diese Leute gemeldet werden und dass diese Leute dann einen Strike kriegen, weil auf so ein Video, was ich hier gerade mache, sollte es keine Hate-Kommentare geben. Weil dieser Herr versucht, sich da was aufzubauen und es wird ihn einfach zerstört in einer Nacht, wo niemand irgendwie gerade an der Straße wahrscheinlich langgelaufen oder gefahren ist. Also richtige asoziale Tour. Also wie schon gesagt, wäre schon echt nice, wenn ihr da was übrig hättet. Ich werde natürlich weiterhin ein bisschen das im Auge behalten, ob irgendwie ich auch mal an den Spendenkonto Daten rankomme, dann könnt ihr es direkt dahin schicken. Aber vorerst wäre es halt so, dass er es zu mir schickt und ich versuche es dann ihnen irgendwie zukommen zu lassen. Vielleicht kann man irgendwie eine Adresse von den Herrn rausfinden oder so. Über Telefonbuch oder so. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch, dass ich mich so einsetze für Leute, die zu Unrecht in Not geraten sind. Und falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt, aber könnt ihr machen. Wenn euch das gefällt, dass ich mich eben hier so auch einsetze. Ich meine, ich habe zwar noch keine große Reichweite, aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch ein bisschen was rum. Weil jeder Cent, sage ich mal, hilft ihm, sein Fahrgeschäft wieder auf die Beine zu bekommen. Und ja, dann
Wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, wie schon gesagt, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.